Hallo Aktienfreunde, jetzt im Sicherheitscheck McCormick. Gleich erfahrt ihr, wie viele Punkte die Aktie holt, zuvor aber noch ein paar Infos zur Firma. Also, hinter McCormick steckt ein Nahrungsmittelkonzern, der 1889 gegründet wurde und ca. 10.000 Mitarbeiter beschäftigt. McCormick gilt als der größte Gewürzhersteller der Welt. Neben Gewürzpulver werden unter anderem auch Speiseöle, Essig, Marinaden und Gewürzsoßen produziert. Die Umsätze der Firma werden größtenteils in den USA erwirtschaftet. Und zwar circa 60%. So, jetzt legen wir los mit dem Check, aber erst noch kurz der Hinweis: Dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. So, jetzt zum ersten Kriterium. Hat die Aktie einen hohen Börsenwert und kommt aus einem wirtschaftlich starken Land? Also, McCormick kommt aus den USA und hat aktuell einen Börsenwert von circa 23 Milliarden Euro. Und damit ist beides erfüllt und es gibt bei mir einen Punkt. Dann zum zweiten Kriterium. Hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Das trifft zu bei McCormick, und zwar ist die Dividende in den letzten 10 Jahren von 1,04 Dollar auf 2,28 Dollar je Aktie angestiegen, und in diesem Zeitraum gab es auch keine einzige Dividendenkürzung. Und deshalb gibt es auch hier wieder einen vollen Punkt. Und das schauen wir uns auch kurz mal hier im Aktienfinder in der Dividendengrafik an. Und hier sehen wir schön, wie die Dividende Jahr für Jahr weiter angestiegen ist zuletzt. Und kurz noch zur Dividendenrendite. Die liegt aktuell bei 1,2% aktuell. Und dann noch kurz zur Dividendensteigerung. Und zwar liegt das Dividendenwachstum, das durchschnittliche, auf 5 Jahre gerechnet, bei fast 10%, also 9,7% circa. Und das Dividendenwachstum bezogen auf die letzten 10 Jahre, das liegt im Durchschnitt bei 9,34% momentan. Also durchaus eine beachtliche Dividendensteigerung bei McCormick, würde ich sagen. So, dann machen wir weiter im Check, und zwar mit dem dritten Kriterium. Wie groß war der größte zwischenzeitliche Kursrückschlag seit der Finanzkrise? Also in der Finanzkrise hat sich die Aktie wirklich sehr gut geschlagen im Vergleich zu vielen anderen Aktien. Und zwar ist die Aktie hier um ca. 32% zwischenzeitlich eingebrochen. Und das gibt bei mir einen vollen Punkt. Und das schauen wir uns mal hier im Chart an. Hier sehen wir die Kursentwicklung circa seit Mitte 2007 und die Finanzkrise, die war ungefähr hier. Und da hat die Aktie, wie gesagt, fast ein Drittel an Wert verloren, zwischenzeitlich. Aber danach ging es dann auch wieder schön nach oben, wie man hier schön sehen in den letzten Jahren. Also wirklich eine schöne Kursentwicklung. Und wie hat sich die Aktie jetzt im Corona-Crash, also geschlagen? Und zwar hier ist die Aktie zwischenzeitlich circa 30% eingebrochen, aber davon hat die Aktie sich dann auch wieder schnell erholt, wie wir hier schön sehen, in den letzten Monaten, und ist auch sogar auf ein neues Allzeithoch ausgebrochen vor kurzem. So, dann machen wir weiter im Check, und zwar mit dem vierten Kriterium. Wie hat sich der Kurs der Aktie in den vergangenen 10 Jahren entwickelt? Da haben wir ja eben schon im Chart gesehen, dass der Kursverlauf in den letzten Jahren wirklich sehr schön war. Und genau genommen hat die Aktie in den letzten 10 Jahren circa 386% zugelegt. Also wirklich eine sehr schöne Kursentwicklung. Und der Kurs hat sich damit fast verfünffacht. So, und das gibt einen Punkt natürlich. Dann machen wir weiter mit dem fünften Kriterium. Wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im nächsten Jahr? Hier soll der Gewinn ansteigen in diesem Jahr, laut aktuellen Schätzungen zumindest, und zwar von 5,24 Dollar auf 5,73 Dollar je Aktie. Allerdings soll der Gewinn dann im nächsten Jahr wieder leicht fallen, und zwar
von $5,73 auf $5,59 je Aktie. So zumindest die aktuellen Schätzungen, die können sich natürlich noch ändern. Und weil der Gewinn nächstes Jahr leicht fallen soll, gebe ich hier 0 Punkte. Dann zum letzten Kriterium. Liegt das aktuelle KGV unter 30 und ist damit die Aktie vermutlich nicht zu teuer? Also, das aktuelle KGV liegt momentan bei 35 auf Basis der aktuellen Gewinnschätzungen und damit über 30. Und deshalb gibt es hier ebenfalls 0 Punkte. So, damit kommen wir zum Gesamtergebnis und hier holt McCormick bei meinem Sicherheitscheck insgesamt 4 Punkte von 6 maximal möglichen Punkten und in meiner Sicherheitscheckampel landet die Aktie damit auf der zweitbesten Stufe. So, dann noch kurz zur Rangliste aller bisher gecheckten Aktien in meiner ersten Videoserie und hier erreicht McCormick momentan den 53. Platz. Den teilt sich die Aktie mit einigen anderen Aktien, die ihr hier seht. Und insgesamt habe ich bis jetzt 133 Aktien in meiner ersten Videoserie analysiert. So, dann zum Abschluss noch ein weiterer Hinweis. Mein Sicherheitscheck gibt nur eine Einschätzung zur Aktie anhand der 6 Kriterien. Diese Einschätzung kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. So, das war's dann wieder mal. Bis zum nächsten Video. Macht's gut.